Hallo. Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns heute überlegt, wir machen heute einen süßen Taste-Test mit euch. Genau. Und zwar haben wir ganz verschiedene Schokoladen eingekauft. Einige sind mit Sicherheit schon bekannt, aber hier haben wir auch eine ganz neue dabei von Penny, also von Food for Future. Dann testen wir eine neue Lindt, eine Rittersport-Schokolade, Sesam und noch so ein paar Neuentdeckungen, die wir gemacht haben. Genau. Auf die hier bin ich schon besonders gespannt, weil die sieht echt lecker aus. Gut, womit fangen wir denn an? Ja, mit weißer Schokolade, würde ich sagen, oder? Starten okay. Wir mit der hellen Schokolade. Ja. Da haben wir nur zwei Varianten, also einmal die klassische weiße Schokolade von Food for Future. Mhm. Und zwar vegane Blonde heißt die und einmal die ganze, also die neue von Penny Food for Future und zwar vegane Kokosmandel. Da bin ich schon sehr gespannt. Genau, ja. Und die sind auf Reispulverbasis. Kann man hier nochmal mitlesen. Kann man das sehen? Ja, hier auch. Genau, und hier die vegane weiße. Gut. Also das sind jeweils, ach nein, stimmt gar nicht. Bei der veganen weißen sind es nur 80 Gramm und bei dieser neuen hier sind es sogar 90 Gramm. Und das sind recht große Stückchen, aber sehr dünn. Quadratische Stückchen. Und mich interessiert am allermeisten, inwieweit sie sich voneinander unterscheiden. Ich denke mal, der Kokos wird schon was ausmachen. So, aber ansonsten sieht man von der auch Konsistenz her, mal schauen. Die kleinen. Ah, ja. Ja, die Struktur vom Kokos und von den Mandelstückchen. Es sieht so aus, als wären es Mandelstückchen, die in der Schokolade drin sind. Hoppala, ich glaube, ich habe es nicht richtig gebrochen. Die ist sehr weich. Die ist ein bisschen weicher, ne? Ja. Wie es aussieht. Die hat aber auch genau die gleiche Optik. Man, ja. Das wäre jetzt die neutrale Version. Und hier die Kokosmandel. Nein. Also dann probieren wir mal. Ich fange, glaube ich, mit der hellen an. Ja. Genau. Ganz normale weiße Schokolade. Genau, würde ich auch sagen. Schmeckt wie normale weiße Schokolade. Also ich finde sie gut. Da gibt es gar keinen Unterschied für mich. Nee, ich habe in meiner nicht-veganen Zeit eh nicht so viele weiße Schokoladen gegessen. Ich schon. Aber ich würde jetzt keinen Unterschied merken. Nee. Und auch, ist auch normal von der Konsistenz her wie Schokolade. Ja, sie schmilzt schon. Sie zergeht so ein bisschen auf der Zunge. Sie hat aber auch noch, einen guten Geschmack. Sie ist gar nicht so sehr süß. Und man schmeckt jetzt eigentlich von dem Reis nichts. Sie ist auch nicht krümelig oder sowas im Mund. Also sie ist wirklich, ja wie man halt eine normale weiße Schokolade, normale in Anführungszeichen, nicht vegane Schokolade kennt, so schmeckt die. Genau, dafür, dass ich dachte, Veganer dürfen immer nur Zart-Bitter-Schokolade essen, wird es immer mehr andere jetzt geben. Ja. Jetzt probieren wir mal die Mandelkokos. Da bin ich auch mal gespannt. Die ist echt sehr weich. Mhm. Die schmilzt tatsächlich schon, wenn man sie in die Hand nimmt, sehr schnell. Aber auch im Mund schmilzt sie schnell weg. Schneller als die vegane weiße. Und man schmeckt die Mandel raus und man schmeckt aber auch die Kokosflossen. Da ist sogar viel Kokos drin. Mhm. Deshalb ist sie wahrscheinlich auch so zerbrechlich. Ja, kann gut sein, ja. Aber sie schmeckt wunderbar, also da kann man gar nichts sagen. Mhm.
so ein bisschen den Raffaello-Geschmack hat man, glaube ich, auch. Ja. Also das Kokos und Mandel ist ja typisch auch für Raffaello-Kugeln von Ferrero. Und als Alternative kann man die Schokolade auf jeden Fall empfehlen. Ja. Ja, jemand, der das vielleicht vermisst, kann das hier als Alternative sehr gut, ja, sehr gut wiederfinden, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, ja. Also eine absolute Kaufempfehlung. Ja, die, beide aber. Diese hier ist natürlich im Dauersortiment, die vegane Blonde, oder? Ja, die vegane Blonde. Die glaube ich auch. Ne? Und die ist auch im Dauersortiment und es gibt noch eine mit Haselnussgeschmack, also vegane Helle mit Haselnuss, die ist auch im Dauersortiment. Und das hier war jetzt Aktionsware von letzter Woche. Genau. Aber bekommt man bestimmt noch aktuell in dem ein oder anderen Penny. Genau. Vielleicht kommt sie ja auch ins Dauersortiment. Vielleicht testet Penny einfach mal aus, wie sie ankommt bei den Kunden. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, wenn sie gekauft wird, dass sie dann auch ins Dauersortiment kommt. So, wie viel Gramm hat die helle, dunkle oder wie heißt sie? Vegane Helle. Also damit ist eher Vollmilch gemeint oder eine Vollmilch-Alternative gemeint. Sie sieht optisch genauso aus wie die weiße. Genau, 80 Gramm. Also wie der Klassiker vegane Blonde, da sind es auch 80 Gramm und hier auch. Sie ist ebenfalls sehr dünn. Ja. Mal schauen. Also es ist schon ein Unterschied zu der veganen Weißen oder veganen Blonden. Ja. Ich finde, sie schmilzt nicht so schnell weg wie die anderen beiden Varianten. Ist aber nicht sehr herb. Also dieses, ja, sie ist herber als Vollmilch, als man vielleicht Vollmilch erwarten würde. Ja, vielleicht liegt es aber jetzt auch dran, dass wir mit der veganen hellen Blonden angefangen haben. Das kann sein, ja. Aber nee, Vollmilch habe ich nicht so herb in Erinnerung, noch ein bisschen süßer. Ja, stimmt. Also so richtig. Ja. Für dich ist es nichts. Nee. Okay, ich schiebe schon rüber. ja, also ich mag sie schon. Ich würde sie jetzt, glaube ich, nicht zu meinen Lieblings-veganen Schokoladenalternativen zählen, aber ich glaube, dass man die durchaus auch kaufen kann und essen kann, wenn man so sehr herbe Sachen, zartbitter mit 70% Kakao oder so nicht mag, ist das mit Sicherheit eine gute Variante. Also Kakaogeschmack kommt gut durch und für jemanden, der gerne auch Vollmilch gegessen hat, für den wäre es mit Sicherheit eine Variante. Genau. Mhm. Ja, machen wir am besten mit irgendwas anderem Herben weiter, damit ich das schnell hinter mir habe, weil die sieht nämlich auch sehr dunkel aus. Ja, Rittersport Sesam. Die habt ihr bestimmt schon mal entdeckt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Rittersport Varianten in vegan kennt. Die ist auch hier hinten nochmal mit der Veganblume versehen. Und eigentlich schon in relativ vielen Supermärkten im Dauersortiment angekommen. Dann gibt es noch zwei weitere Varianten, die explizit mit dem veganen Label gekennzeichnet sind, beziehungsweise mit der veganen Blume gekennzeichnet sind. Genau, also ja, wie eine Rittersport hat sie auch hier diese kleinen quadratischen Schokostückchen. Rittersport steht auch drauf, das kann man gar nicht so gut sehen. Genau. Und von der Seite sieht man schon, dass hier Sesam eingeschlossen ist. Ja. Die ist jetzt auf Basis von Mandelmehl. Also in der Packung sind auch 100 Gramm.
sie ist noch mal ein bisschen herber als die von Penny, als von Food for Future. Und man muss aber dazu sagen, dass nicht nur Sesam drin ist, sondern auch kleine Kristallstückchen. Ich glaube sogar, dass der Sesam eventuell karamellisiert wurde und dann erst in die Schokolade hinzugefügt. Also ich merke schon, David, sein Favorit wird das nix. Ja, nein, gut. Also wir decken so die breite Masse ab. Ich bin eher Typ Dunkelschokolade und David ist eher Typ helle Schokolade. Aber also ich mag sie sehr gerne. Ich würde sie auf jeden Fall wieder kaufen. Überzeugt mich voll und ganz. Dieser Crunch, das mag ich sehr. Dieses Zuckrige ist nicht zu zuckrig, nicht zu süß. Für mich ein gutes Verhältnis und ist mal was anderes. Ich glaube, es gibt sonst keine Schokolade mit Sesam. Ja, habe ich jedenfalls auch noch nicht gesehen. Und, und dieser Sesam, der hat auch nochmal so ein bisschen einen nussigen Geschmack. Also er ist angeröstet und karamellisiert. Und ja, also ich mag es sehr gerne. Könnte ich mir zum Kaffee wunderbar vorstellen. Genau. Oder zum Tee jetzt im Herbst. Eine Kaufempfehlung von mir. Wir hatten ja schon mehrere Varianten von Lindt. Genau, ganz neu gibt es jetzt aber die. Ganz gut waren eigentlich alle, aber die hier sieht sehr dunkel aus. Da bin ich mal gespannt. Also die ist jetzt von dieser Hello-Variante, ist genau gleich. 100 Gramm sieht genau gleich aus wie die anderen veganen Sorten, die es gibt. Da haben wir auch alle drei schon probiert. Da waren wir uns auch nicht ganz einig, wo unser Favorit ist. Aber Haselnuss hat mich am allermeisten abgeholt, damals von diesen drei. Und es gibt noch eine Variante, die wir aber nicht gefunden haben. Also wir haben tatsächlich nur diese hier mit Sweet and Salty Popcorn gefunden. Und die ist auf Haferdrinkbasis, aber auch Mandelmark ist drin. Kann man hier hinten auch nochmal sehen. Genau. Ich bin gespannt, wie das mit dem Popcorn umgesetzt wurde. Ob das Popcorn tatsächlich noch knackig ist oder ob das Popcorn eher weich geworden ist. Ich bin gespannt. Kommt aber in einer schönen roten Verpackung. Erinnert an den Nikolaus. Okay. Sieht sie gar nicht mehr so dunkel aus wie auf der Packung. Hier sieht man, die Hello-Schokoladen haben hier auch noch immer einen unterschiedlichen Aufdruck oder eine Prägung. Hier ist es jetzt einfach mal das Hello als Aufschrift und drei Herzchen sogar. Und wenn man es umdreht, sieht man auch, dass in der Schokolade was drin ist. Was wahrscheinlich das Popcorn sein wird. Ja, aber hier auf der Packung sieht es viel dunkler aus. Deshalb bin ich positiv überrascht. Wir können jetzt mal die von Penny daneben halten. Da sieht man, dass die von Lindt heller ist. Die geht eher in die Vollmilch-Kategorie, was die Farbe angeht. Schauen, was der Geschmack sagt. Also wenn man reinbeißt, hat sie einen Knack und einen Crunch. Man kaut schon ein bisschen länger als bei den anderen Schokoladen. Sie schmilzt nicht sofort weg im Mund. Und sie schmeckt kristallig. Ja, da ist noch irgendwas drin auf jeden Fall. Genau, das ist dann dieses Sweeten Salty wahrscheinlich. Also ich denke mal, dass das Popcorn karamellisiert wurde und dann in die Schokolade mit dazugegeben wurde. Das Salzige, finde ich, schmeckt man erst ganz zum Schluss. Wollte ich gerade sagen, das kommt jetzt erst. Nachdem man sie runtergeschluckt hat. Aber Popcorn schmeckt man gut raus. Popcorn schmeckt man sehr gut raus. Ich habe es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt. Ich dachte, vielleicht ist es eher zäh, vielleicht sogar in der Schokolade, weil wenn man Popcorn draußen stehen lässt, von einem Tag auf den nächsten, dann schmeckt es auch nicht mehr so gut. Und so hatte ich mir das irgendwie vorgestellt, aber nein, ist es nicht. Also sie ist wirklich knusprig. Ja, knusprig durch den Zucker, crunchy
Aber das Salz merkt man nicht sofort. Das kommt erst hinterher. Ganz ehrlich, wenn ich die Packung im Laden sehe, so dunkel wie die darauf abgebildet ist, hätte ich sie gar nicht erst mitgenommen. Dass sie jetzt so hell ist, das ist echt. Und sie auch so hell schmeckt, das ist echt gut. Also die Schokolade schmeckt nicht nach Zartbitterschokolade. Mhm. Wie viel Prozent Kakao ist denn drin? Kakao, Mandel, steht Kakao, Butter ist drin. Ansonsten ist es aber nicht angegeben. Ja, es ist nicht angegeben, wie viel Kakao drinnen ist. Nee. Sieht man nicht. Also Kakao, Butter, die macht den Kakaogeschmack und ansonsten habe ich nichts gefunden. Also ich finde sie gut. Mhm. Ich auch. Ist spannend, sie zu essen, finde ich. Dieses Salz zum Schluss. Ich dachte eigentlich, man merkt es schneller, aber das ist nicht der Fall. Würdest du die nochmal kaufen? Überzeugt die dich? Sie hat mich positiv überrascht. Am Anfang dachte ich, sie gehört zu denen, die ich schnell hinter mir haben will, aber ja, hoffentlich enttäuscht mich die nächste nicht, weil die sieht so lecker aus. Ist auch wieder mit Salz. Genau, ist auch wieder mit Salz. Die haben wir per Zufall entdeckt, bei Rewe gab es die. Das sind hier auch 100 Gramm und Hands of Vegan Caramel Sea Salt. Und wie die Verpackung schon erahnen lässt, ist die Form auch anders, als man es so von den Schokoladen kennt. Ja, da steht auch irgendwas von Pralinen drauf oder so, ne? Oder? Hm. Ah ja, hier. Genau. Hier steht es nochmal, Hazelnut. Praline und auch natürlich vegan gelabelt. Und das ist aber bei Lind auch der Fall. Müssen wir ja alles auch nochmal zeigen. Die ist jetzt einfach nur in Folie verpackt. Die anderen waren nochmal in Karton. Genau. Außer die Rittersport. Ja, gut. Von Rittersport. Ich kann die leider nicht öffnen. Ja. Kannst du mal helfen? Ja. Ah. Sieht schon anders aus. Hol sie mal ganz raus. Wenn das mal ganz zeigt. Ja. Das mache ich selten, dass ich die Schokolade. Aber da sieht man schon, sie hat eine andere Form. Auch hier steht was auf der Schokolade drauf. Hier ist sie scheinbar runtergefallen. Das kann man auch gut erkennen. Also genau. Ja, es sind so kleine, runde Drops, würde ich jetzt mal sagen, die so aneinander hängen. Man kann die gut abbrechen. Die riecht wieder herber, als sie aussieht. Und ist dunkler als auf dem Bild. Genau andersrum als wie bei Lind. Also die Zutatenliste, das ist jetzt hier hinten so ein bisschen versteckt. Genau. An erster Stelle kommt der Zucker und das finde ich, merkt man auch. Dann kommt Haselnusspaste, Kakaobutter, Kakaomasse, Reispulver, also auch hier auf Reisbasis. Genau, Karamellstücke, Salz ist noch mit drin und ja, Aromen, Kakao und Vanillearoma. Also ich halte es gerne auch nochmal rein. Müsste hier unten lesen. In Deutsch. Ich hatte ja eigentlich vermutet, dass sie einen flüssigeren Kern oder irgendwie sowas drin hat. Wenn man das hier so anschaut, sieht das ja. Ist da einer drin? Hast du einen erwischt? Nein. Ich kaufe hier nur auf riesigen Salzstücken rum. Oh. Riesig. Also hier sieht es so aus, als ob da irgendwie was Flüssiges. Ein flüssiger Kern, und da sie auch Praline geschrieben haben, dachte ich, wenn man reinbeißt, hätte man vielleicht so einen flüssigen Karamellkern. Aber nein. Mm-mm. Wow, auf die war ich am meisten gespannt und die enttäuscht mich am meisten. Mm-hmm. Schade. Ich habe immer noch Salz im Mund, als wenn ich gerade einen Löffel Salz gegessen habe. Also das waren richtig große Stücke Salz am Ende. Man kennt das ja, dieses grobe Salz. Mm-hmm. Mehr so Salz. War das. Genau. So war das. Wahnsinn. Also für jemanden, der
sehr salzige Schokolade mag, kann ich das empfehlen. Also es ist tatsächlich so, als würde man im Meer baden und hätte Tiefenschluck genommen. einen großen Schluck Meersalz erwischt. Diesen Geschmack habe ich tatsächlich auch im Mund, nachdem auch die Schokolade weg ist. Und dieses ganz Kristallige, auf dem man rumbeißt, das mag ich nicht so. Also ich mag es von der Konsistenz ehrlich gesagt nicht so gerne. Und von der Schokolade selber schmeckt man nicht so viel. Hast du Also Karamell die, geschmeckt? nein, also das ist der Zucker. Das ist der Zucker und das Salz, auf dem du rumbeißt, das hört man auch, das ist knackig, wenn man kaut, aber die Schokolade selber, da wo eigentlich ja die Salzkristalle drin sind oder auch die Zuckerkaramellkristalle drin sind, die schmeckt man gar nicht so sehr. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob die jetzt herber ist als die Rittersport oder die von Lindt oder eben nicht. Also kann ich nicht empfehlen, würde ich nicht nochmal kaufen. Nein. Dann lieber Salzstangen essen statt Schokolade. Also so schmeckt es wirklich, Ja. 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 Nee, schade. Ja, echt schade. Auf die habe ich mich Ja. echt gefreut. Mal gucken, was wir damit machen, weil so pur ist es nicht so richtig Kann man die überzeugend. einschmelzen oder Ja, vielleicht. Sie, ja, eigentlich eine tolle Idee, mal was anderes rauszubringen und auch die Form und ja, auch die Verpackung ist ansprechend. Aber wie gesagt, ich dachte, da wäre jetzt ein flüssiger Karamellkern, der etwas Salz abbekommen hat, drin, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Sehr schade. Ja. Die ist leider raus für uns. Ja, leider. Naja, Gut, jetzt haben wir kann man noch besser zwei machen. Riegelchen. Also, welchen willst du als erstes? Nochmal was Salziges? Ich glaube erstmal den dunklen. Nicht was Salziges. Okay. Von Nomo oder ja, würdest du das auch so lesen? Nomo. Ja. Genau, hier steht es nur in klein dabei, dass es vegan ist. Heißt wahrscheinlich No Missing Out, wie es da drunter steht. Genau. Wie viel Gramm hat der? 32 Gramm. Und ist hier auf Reis-Trinkbasis, hat Rosinen drinnen. Ein Riegel, den man wahrscheinlich schnell so mit in die Handtasche packen kann. Oh, ja, man sieht schon, das Crunchy. Sieht man deutlich. Ich hole ihn mal ganz aus der Verpackung. Das Crunchy sieht man. Da sind so kleine Einschlüsse von. Ah, und wenn man ihn umdreht, kann man sogar die Rosinen sehen. Also es sind vier so, ja, vier so Stücke. Ich beiße jetzt einfach runter und Ja. dann. Und hier steht auch kein Gluten, keine Eier, keine Nüsse. Ja, also ich finde die sehr lecker. Sie erinnert mich so ein bisschen an Traube-Nuss-Schokolade durch die Rosine. Es ist aber, also ist es tatsächlich Nuss, frage ich mich. Nee, halt, das ist die falsche. Ist es tatsächlich Nuss oder das ist eher was Gepufftes, was da drinnen ist? Weiß nicht, steht nicht drauf, ne? Nein. Das sind. Naja, jedenfalls nichts für mich. Also, das sind eher gepuffte. Ja, vielleicht sind es Reiskörner oder so, die gepufft wurden. Oder mit Reismehl gemachte kleine, ja. Gepuffte Körner, ich weiß es nicht, Vielleicht, ja. wie ich es ausdrücken soll. Auf jeden Fall gibt es davon auch noch eine hellere Variante. Die haben wir Das aber bereust jetzt. du jetzt, dass wir die nicht mitgenommen Ja, haben. nein, die haben wir ja da gar nicht gesehen, glaube ich. Aber die hatten wir schon mal im Laden irgendwann gesehen. Die haben wir verschenkt mal. Die haben wir mal verschenkt, genau. Ja, aber gekauft und Aber selber gegessen probiert noch haben wir die nicht. noch nicht. Aber wäre wahrscheinlich eher mein Fall als das hier. Die mag ich sehr gerne. Na Also für dann. mich eine absolute Kaufempfehlung. Traube Nuss kommt schon eher raus, wobei man Nuss nicht so schmeckt. Man schmeckt diesen Crunch, der jetzt aber nicht von den Nüssen kommt, finde ich, sondern eben von diesen kleinen gepufften Kügelchen, die da Ja. drin sind. Und die Rosinen, finde ich, sind gut verteilt. Also Die man hat es ja auch, verteilen, ja. man hat es auch gesehen. Also hier ist eigentlich in jedem Stück eine Rosine versteckt. Kann natürlich jetzt Zufall sein, aber ich finde an sich eine sehr, sehr leckere Schokolade. Ist mir nicht zu herb.
Ich finde diese Süße von der Rosine und dem Crunch, ich finde es sehr, sehr lecker. Würde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Und wenn es so to go und wenn man mal sagt, ja, ich habe ein Tief oder so, würde ich die auf jeden Fall wieder kaufen. Für unterwegs ist wahrscheinlich auch der nächste gut. Vor allen Dingen interessiert der mich, weil der ein Protein ist. Ja, stimmt. Da bin ich mal sehr gespannt. Den haben wir, oder ja, den haben wir tatsächlich auf Werbeplakaten gesehen, bevor wir ihn im Supermarkt entdeckt haben. Salty Peanut heißt der Riegel und darunter steht also Vegan Protein Bar. 15 Gramm Protein ist nochmal mit drin. Cool. Und Erdnüsse. Bear Bells Vegan, also nochmal groß mit der Marke gelabelt. Genau. Und der Riegel an sich hat aber 55 Gramm. Also 15 Gramm Protein bei 55 Gramm Riegel. Ah, ist das pro Riegel, nicht pro 100 Gramm? Das ist natürlich cool. Also hier steht 15 Gramm Protein. Also ja, gehe ich mal davon aus, sein, ja, dass dieser Riegel 15 Gramm Protein, ja, ist tatsächlich so. Und von der Marke gab es ganz viele Riegel, aber vegan. Nur diesen einen, ja, zumindest bei Rewe haben wir jetzt diesen einen gefunden. Jetzt bin ich gespannt. Gesalzene Erdnüsse fand ich immer toll. Mal schauen. Wieso nicht? Wow. Also auch den packen wir mal komplett aus. Sieht man schon. Er hat so Stückchen. Auch hier irgendwie scheint er irgendwie ein bisschen angeschmolzen zu sein. Ja. Beim Transport. Beim Transport wahrscheinlich. Wie wir ihn nach Hause transportiert haben. Also so sieht er aus, die 55 Gramm. Mm. Könnt ihr mal reingucken? Also es hat eher so die Konsistenz jetzt optisch von einem Proteinriegel, so wie man die eigentlich kennt. Mein erster Gedanke, als ich reingebissen habe, war, Moment, Snickers. Ja. Mhm. Auch von der Konsistenz so ein bisschen. Mhm. Mhm. Also ich finde, man darf nicht zu lange kauen. Sonst kommt dieser typische Proteingeschmack durch. Ja. Ja, ich finde ihn jetzt zum Schluss auch ein bisschen bitter. Echt? Mhm. Was? Ja. Die anderen findest du nicht bitter und das findest du... Ich finde den tatsächlich auch ein bisschen bitter, je länger man kaut. Aber mir ging es auch, wie du gesagt hast, wenn man reinbeißt, erinnert es erst einmal an Snickers. Es gibt auch den Geruch und so. Genau, es riecht sehr, sehr lecker. Ich glaube, ich würde ihn schon, ja, mal wieder. Aber es wird jetzt nicht mein Lieblingsriegel werden. Da nehme ich lieber den hier. Das, genau. Aber wenn die Marke so viele Riegel rausbringt, dann haben sie scheinbar auch Ahnung und wissen, was sie aber tun. Aber schmeckt es für dich salzig? Ach so. Für mich schmeckt es nicht nach Salz. Nee, die anderen haben es übertrieben und hier ist nicht so viel drin. Nee. Ja. Und ich finde, man hätte auch ein bisschen mehr Erdnuss nehmen können. Also Erdnuss ist tatsächlich nur in der Ummantelung drinnen. Ja, das stimmt. Und sonst... im Riegel selber nicht mehr. Ich probiere nochmal wegen dem Salz. Und? Mhm. Nicht, gell? Also ich finde, ja, man kann ihn auf jeden Fall kaufen. Als Proteinriegel für diejenigen, die diese staubtrockenen Riegel nicht mögen. Der ist deutlich angenehmer zu essen. Mhm. 15 Gramm auf 45 Gramm Schokoriegel oder Proteinriegel ist eigentlich ein gutes Verhältnis. Und wenn man wirklich sagt, man möchte ein bisschen gesünder snacken, dann könnte man zu dem greifen. Aber dieses Salzige, finde ich, merkt man nicht raus. Nicht so wirklich, nee. Dafür sind wahrscheinlich zu wenig Erdnüsse drin. Also die Erdnüsse sind wahrscheinlich gesalzen und die sind nur oben drauf. Also genau, also ich würde tatsächlich auch ein bisschen mehr Erdnuss bevorzugen, gerne auch drinnen. Aber gut. Ja, naja, aber er ist trotzdem gut. Die anderen haben dafür zu viel Salz. Da ist aber noch was drin. Siehst du das? Da sind noch Stückchen drin. Aber keine Erdnussstückchen hier.
Da sieht man, da sind noch kleine Erdnüsse. Vielleicht hatten wir die bis jetzt nicht. Da sind noch andere kleine dunkle Stückchen drin. Was könnte das denn sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Soja Crispy, Kakao Soja Crispies. Ach so. Die sind da noch drin. Also die geben da noch mal einen gewissen Biss. Muss ich jetzt noch mal testen. Mhm. Ja. Sind jetzt nicht so crunchy wie drüben bei dem Riegel Nomo. Da ist es wirklich crunchier, knuspriger, wie auch immer man es jetzt sagen möchte. Gut, ja, das war es dann auch schon. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Schokolade würdet ihr gerne ausprobieren, welche Varianten habt ihr schon gefunden und mögt ihr lieber helle Schokolade, so wie der David, oder eher dunkle Varianten, so wie ich. Lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr keine Videos von uns. Ich lasse dich jetzt mal aussprechen und jetzt frage ich dich nochmal nach einem Ranking. Hättest du da ein Ranking? Ja, ich hätte tatsächlich, machen wir Platz 3, 2 und 1? Ja. Glaube ich, wäre am besten. Die Riegel können wir ja außen vor lassen, die können wir ja separat, das weiß ich eh schon, darf weiß jeder schon, der zuschaut, was da die... Darf ich auch 2 auf Platz 2 setzen? Ja. Ja, okay. Also, mein Platz 2 ist tatsächlich... Nee, 3, wir fangen mit 3 an. Ja. Mein Platz 3 ist tatsächlich diese hier, die Kokosmandel. Mein Platz 2 ist einmal Sesam Rittersport und die Hello Popcorn von Lindt. Und Platz 1 definitiv dieser Riegel. Die Riegel sind separat. Ach so. Such dir noch eine Schokolade aus für Platz 1. Naja gut, also wenn es dann darum geht, dann setze ich... Ist eigentlich wurscht. Ja, okay. Ist wurscht, ja. Okay, bei mir ist auf Platz 3... Auf Platz 3 sind bei mir 2, das kann ich auch machen. Auf Platz 3 sind bei mir die von Lindt und der Riegel. Okay. Auf Platz 2 ist die weiße Blonde, oder wie sie heißt. Also diese hier. Genau. Und auf Platz 1 ist die Kokos. Gut, das war mir klar, dass die weißen Schokoladen auf den ersten Platz kommen oder auf die ersten Plätze bei dir. Genau, ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und lasst euch die Schokolade schmecken, die ihr so findet. Ihr wisst jetzt oder ihr kennt jetzt unsere Meinung dazu, schreibt eure gerne in die Kommentare. Also danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.